So, meine Lieben, willkommen erst einmal zu einem neuen Video. Leider, leider habe ich schweren Herzens Probleme mit einigen Spielern. Und das werden wir aber auf die Reihe kriegen. Aber ich habe ein Problem, was ich leider hier auch nicht hier mehr verschweigen kann, dass ich mit ein paar Spielern klären muss. Uns haben tatsächlich Leute verlassen, die Allianz. Ich werde auch jetzt nicht zeigen hier aktuell wo, also wer. Aber auf jeden Fall ist das schon mal nicht positiv. So. Es ist natürlich nie positiv, wenn jemand die Allianz verlässt, weil er ein Missverständnis ist. Gut. Aber dazu, wenn die Spieler nicht kommen, dann gibt es noch ein mehr detailliertes Thema, aber dazu später mehr. So. Wir haben jetzt ein Problem. Wir haben hier Leute, die behaupten, nicht aktiv sein zu müssen, weil sie mal wieder nicht zugehört haben. Ich habe nie gesagt, dass ich alle Wege euch machen kann. Das ist unmöglich. Und ich habe hier einen sehr schweren Weg. Ich habe hier Weg 5. Und der ist nicht so einfach und den zeige ich euch. Wenn ihr den mal gehen werdet, dann ist es wichtig, ihr müsst wissen, dass der Weg 5 besteht aus Agile. Das heißt, schwere Angriffe müssen gemacht werden. Wenn die nicht gemacht werden, habt ihr so gut wie verloren. Natürlich könnt ihr einen Unverwundbarkeitsbooster nehmen. Ich nehme aber stattdessen immer einen Kraftzufuhrbooster, weil manchmal das gerade bei, ja, ich hoffe, man sieht mich diesmal, das ist scharf. Gerade bei solchen Sachen wollte man schon sicherheitshalber einen Kraftbalken haben. So, wir haben jetzt hier einen Juggernaut, der ist sehr schwer. Das liegt einfach daran, dass er eine Unaufhaltsamkeit hat. Und ihr könnt die natürlich rauben, indem ihr ihn pariert. Dann unterdrückt ihr sozusagen seine Fähigkeit, unverwundbar zu sein. Und jetzt ist es ganz wichtig, das machen nämlich viele falsch. Bitte geht nie zu nah an Juggernaut, sonst passiert euch das. Das gibt ein bisschen hier auch nicht richtig schaltet. Und deswegen ist es wichtig, ihr müsst vorher schon ein bisschen was machen, weil das Skript ein bisschen so, ja, mehr oder weniger nicht richtig schaltet, okay? Aber ansonsten kann man den leicht besiegen, also schwer ist er nicht. Nur mal schauen, ob ich meine Handy so aufbewegen kann, dass man sieht, ja, man sieht. Genau. Man sieht auch meine Hose, man sieht, ob das Handy passt. Also wenn ich mein Handy so und so halte und ich zocke, ne? Bei Tiger ist es wichtig, dass man halt nicht von ihrer Superkraft erwischt wird. Aber das ist ja auch gar nicht so schwer, weil die Tiger ist jetzt nicht unbedingt die schwerste, weil die wurde ja mittlerweile genervt. Die werden alle genervt. Also wenn ihr es am Anfang nicht versteht, weil ihr neu seid, so kabam, passt manchmal die an. Ah, okay, das funktioniert ja mal nicht mit der Steuerung. Also manchmal tut Kabam das Anpassen. Und ja, jetzt merke ich gerade, dass irgendwas mit meiner Steuerung blöd gelaufen ist, aber das kriegen wir auch hin. Kabam passt es manchmal an. Und wenn die es anpassen, dann sorgen die halt dafür, dass. Ups, was ist denn jetzt los? Ah, verstehe. Ich habe ein Problem mit meinem. Oh, was war denn das? Oh, ich habe ein Problem mit meinem Smartphone. Was ist denn das? Habe ich Zucker drauf oder wie? Ich habe Zucker drauf. Ja, ich das geschafft. Ich bin gleich wieder da. Wir machen mal kurz einen Schnitt. Zucker auf dem Smartphone. Wundert mich auch mal nicht. Ich Pappnase. Ich habe tatsächlich Zucker auf dem Smartphone gehabt, weil ich vergessen habe, ich habe ja gestern Krapfen gegessen. Also nicht Karpfen, sondern Krapfen und da war Schokolade, also Zuckerguss und da habe ich mein Tuch, was ich vorher gesehen habe, hab ich verwendet für zum Abwischen meiner Hände, weil ich nicht immer meine Hände wasche, weil, naja, seht ihr hier, ich habe hier, falls man das sehen kann, so Narben vom zu oft Hände waschen und da war.
Zucker drauf. Ich habe ein Zucker-Smartphone so. Oh Mann. Ja, kann nicht funktionieren, weil Zucker bei den Bugs ein Kabam hat und dann noch Zucker noch dazu, das klappt dann echt recht nicht. Okay, passt. Weiter geht's. Lustige Sache. Ansonsten, ja, was gibt's Neues? Wir suchen 3 Spieler, weil bei uns demnächst 3 Spieler verlassen werden, weil die Kleinen einfach keine Lust haben. Ich frage mich immer, warum man keinen Bock hat, mitzuspielen bei so einer tollen, großen Allianz, die wir sind, weil dann geben sie uns schon so viel Mühe und dann passiert sowas, dass die sagen, nee, ich bin zu klein, ich habe keinen Bock. Dann sage ich, ja, dir wird eine Chance gegeben und du nutzt sie nicht. Also wirklich. Okay, wir haben hier ja was ganz, ganz Cooles. Wir haben hier nämlich hier eine tolle Funktion. Wir können nämlich hier die Funktion nehmen, wenn ich sie habe. Ich habe sie wieder nicht an. Wieso habe ich sie nicht an? Ich habe sie nie an. Ah, okay, das ist die Kraftzufuhr. Die brauchen wir jetzt unbedingt. Warum brauchen wir eine Kraftzufuhr? Weil bei diesen Gegnern ist es besser, ein bisschen mehr Kraftzufuhr zu haben. Und was ich immer mache, auch noch zusätzlich, ich mache einen Booster mit an. Damit sichere ich mir ein bisschen mehr Leben ab. Und wer weiß, wie, weil der ist schon gefährlich, der kann sich ja selbst heilen. Aber ich nehme immer Iron Man Infinity War für ihn und auch für ihn in der Mitte, weil der ist Iron Man Infinity War, ist schon cool. Ja, hat seinen Schutzschild, kann richtig cool abwehren dann. Und der hat halt das Problem, dass er die Unabwehrbarkeit hat. Und die wird dann, da müsst ihr aufpassen, weil die wird dann richtig aktiv. So wie ihr jetzt. Und ich kann da nie ausweichen. Ich weiß nicht, ich bin einfach zu schlecht, um auszuweichen. Ich versuche es immer wieder, aber er ist ja wirklich einer meiner Lieblingsverteidiger, weil er wirklich gut ist. Und ich versuche dann seine SK2 halt rauszupirschen. Ne? Und dann denke ich mir, okay, hier mache ich mal kurz zack, zack die Heilblockade an. Und ja, ich muss dann halt immer schauen, dass ich dann sehe, dass er dann seine Heilblockade bekommt und ein bisschen so Schock. Und dann ist er, ich wusste nicht, dass Iron Man Infinity War eine Heilblockade hatte oder hat. Und mein Mentor von der damaligen Allianz, und mit dem stehe ich eng im Kontakt, ab und zu mal habe ich Zeit, ihm zu schreiben, der sagt, ja, you didn't know? Und ich so, oh, verdammt, ich habe einen Fehler gemacht. Und der so, ich so, no, I don't know that he has the ability to heal block for the champions, to heal block. Yes, he has ability, Iron Man. If I were you, I would recommend you to ranking up your Iron Man Infinity War. Why do you have so much accounts, so many accounts, but why do you don't do that? Und ich so, I'm sorry, Meister, sag mal, Meister, my friend, Yoda, I'm so sorry, ich bin so nur Durchschnittszocker. Und er so, ah, it's okay, it's no problem, man. Und dann habe ich ihn jetzt auf Rang 2 erst gerade raufgelevelt, aufgetan. Es war aber noch nicht komplett, wie ihr sehen könnt, also ist noch nicht komplett rauf. Und ja, es war halt eine Sache, wo ich sagte, ja, verdammt. Warum? Weil das zeigst du ja nicht an, ne? Das steht ja nicht hier drin, Heilblockade. Das steht ja nur, ne? Und wenn der auf die Champion geht, dann. Und das. Ihr seht ja hier, Molekular, Schock, ein Escher-Rüstungs, aber Heilblockade, wo steht das drin? Da muss man halt genauer lesen, da steht es tatsächlich drin. Eieiei, ich mir wieder gesagt, Andi, das darf nicht sein! Ne? So, Misty ist ein bisschen blöd. Ich habe da ein Problem mit Misty. Ich kann die ganz schlecht, weil die sehr schwer zu machen für mich. Ich kämpfe gegen die so selten, dass ich immer Kill lasse. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall 2-3 Kills hier lassen, weil ich bei Misty, da bin ich einfach zu scheiße. Ne? Sorry, also wenn ich jetzt Kills lasse, 2 oder 3 oder 3 Millionen Stück. Aber Misty ist mir einfach ein Rätsel. Sie wird so selten, ja, das dachte ich mir schon, ja. Sie wird so selten aufgestellt und dann, naja, klar, was soll ich da machen, ne? Die wird so selten aufgestellt. Und dann denke ich mir, ja, wenn die so selten aufgestellt wird, ja, die kommt nie, da muss ich nicht üben, und dann merke ich, fuck. Und ich habe meine Misty nicht drauf gemacht, ich dachte, ach, die kommen so selten, und jedes Mal aufs Neue, ne? Aber diesmal mache ich den Fehler nicht. Auch wenn ich jetzt hier sterben werde,
Das ist ja nicht so wild. Ne? Weil wir müssen ja letztendlich. Ah, jetzt vergesse ich auch immer, dass sie noch eine. Die hat noch eine. Ich hab gesagt, ich werde einen Killer. Scheiße, Alter. Ne, so selten, aber finde ich cool, dass die das mal einsetzen. Dass die sagen, ja, okay, nee, die ist jetzt da drin, mein Freund. Ne? Void nehme ich nicht, weil, wie gesagt, Void ist. Kann ich überhaupt nicht umgehen mit Void und Misty. Ja, aber ihr seht schon mal, wie krass das ist, wenn man mal sich nicht vorbereitet und dann halt auch nicht kämpft öfters gegen einen Gegner. Dann ist man halt. Man ist dann gefickt. Ich sag's gleich, wie es ist. Und da müsst ihr halt wirklich aufpassen, dass ihr da wirklich einfach mal euch die Mühe macht. Ich merke jetzt auch, Iron Man Infinity wäre die beste Wahl gewesen, aber ich bin ja einfach zu blöd, weil ich einfach gegen die so selten kämpfe. Und sorry, ey. Ich kämpfe zu selten mit manchen Champions, weil ich mir sage, ey, die brauchst du doch gar nicht, die Champions. Und das ist halt, was mir mein Mentor jetzt wieder gesagt hat. Don't do it. Don't think about that you don't need some Champions. You need it. And that's the problem. And that's the reason why you are a amateur gamer. You're not profi. A profi, they think every so jede Möglichkeit, every possibility. The thing of every possibility, how I can beat this champion, how I can beat this champion. So, und nicht so zu sehen. But yes, I'm playing for fun, not for a Turnier oder so, ne? Und er so, ja, yes, I know, that's the problem. The game is not more for fun. Not anymore. What? Also mein Meister sagt dann, das Spiel ist, das ist das Problem, dass du zum Spaß spielst, aber das Spiel ist ab Gold 3 nicht mehr zum, oder ab Silber 1 schon nicht mehr zum Spaß spielen, sondern es ist zu mir. Und ich so, what? Ja, das ist halt blöd, ne? Weil ich dann sozusagen sage, fuck, dann gebe ich mir so viel Mühe, kommen neue Spieler zu uns, und dann muss ich mir noch mehr den Arsch aufreißen, noch mehr, und dann muss ich den Spielern das irgendwie beibringen. Das ist gar nicht so einfach, ne? Dann die sagen, ey, wenn du hier bist, dann wir sind Hardcore-Turnier, wir müssen sterben für KBM. Was hast du gesagt? Ich will hier zocken, ich will hier nicht draufgehen. Ja, aber ich meine, wir haben ja, ich habe ja gesagt, ein, zwei Kills werde ich lassen, und da haben wir uns auch dran gehalten. Ja. Weil es ist, wie gesagt, ich bin da ganz, ganz schlecht, wenn es um sie geht, ist vorbei. Wenn es um sie geht, genau. Und jetzt pass auf, ich habe ja meinen Allianz-Anführer, der momentan was falsch verstanden hat. Wir sind gerade im Gespräch, was zu klären. Ich hoffe, um 8 Uhr kann man das klären. Er hat was falsch verstanden, und ich habe eben gesagt, ich habe mehr Blitze. Und er war sauer auf mich, weil er gesagt hat, ja, wie Blitze? Du hast nie Blitze. Und dann hat er was verwechselt. Ich habe gesagt, doch, ich habe Energieblitze. Wie, du hast Energieblitze? Man kann doch sich hier nicht einkaufen. Doch! Schau mal hier, ich habe Energieblitze. Au! Oh, ja, sag ich doch die ganze Zeit. Ich habe doch Energieblitze. Au, oh, du hast ja Energie. Ja. Ich kann doch beitreten etwas später. Weil ich doch das Video bearbeitet habe, fokussiert habe und bin sehr spät schlafen gegangen, bin doch kaputt. Au! Oh. Ja, trotzdem. Ja, was trotzdem? Und jeder hier, der jetzt Zeuge ist, der sieht ja, der hat doch Energieblitze. Ja, der kann auch später beitreten, das ist ja kein Problem, weil er hat ja Energieblitze. Und so ist das Problem hier. Der kann ja die Wege laufen dann ohne Probleme. Ja? Aber ist halt leider so, wenn da falsch verstanden wird, dann müssen andere drunter wiederum leiden. So. Aber es ist sehr, sehr, sehr traurig. Ich hoffe, ich kläre mit ihm die Thematik. Weil auf mich sauer zu sein, obwohl ich sage, ich habe doch Energieblitze hier, ich habe doch den Nachweis, was willst du noch? Dann kommt man immer mit Prinzip, da gibt's kein Prinzip. Das ist mein Prinzip, ich habe gesagt vorher, ich habe Energieblitze, ich mache Videos, wartet nicht auf mich. So, aber weiter geht's. So, jetzt passt auf, das ist ein sehr schwieriger Gegner, weil der macht Folgendes. Der ist immer nach einer gewissen Zeit unabwehrbar, okay? Seht ihr das? Und ihr müsst einen Champion haben, der wirklich die Sachen rauslocken kann. So, und das wird nicht einfach, weil ich verliere immer hier, weil ihr dürft hier keine Abwehr machen. Ihr müsst
immer noch parieren, weil er so gemacht ist, dass wenn ihr nicht, wenn ihr zum Beispiel hier, genau wie ich, habe jetzt einen Fehler gemacht, ne? Wenn ich das so einen Fehler mache, dann nutzt du das aus und sorgt dafür halt, dass ich halt richtig gefickt bin. Also der macht kurz einen Prozess mit mir und ihr dürft halt hier euch nicht erwischen lassen. Und das ist halt sehr schwer. Ah! Ne? Und das war's. Jetzt bin ich schon tot. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich was mache, ist null. Ne, ihr müsst da wirklich aufpassen, weil der ist sehr, sehr schwer. Und normalerweise schaffe ich das, aber ich bin heute viel zu kaputt und viel zu nervös. Viel zu nervös, um das Video zu machen, um einfach zu beweisen, ey, ich habe doch Blitze. Ne? Das ist immer schade, wenn man immer das beweisen muss, wenn man müde ist und dann halt ins Game reingehen muss. Klar, ist blöd. Ja, das ist halt einfach die kleinen Fehler, die man dann halt macht, die machen dann schon einen, ja. Gut, die Steuerung, die ist auch jetzt nicht die schönste vom Feinsten, aber immerhin. So. Da müssen wir halt schauen, ne, dass man halt hier nicht erwischt werden, aber ja, vielleicht hätte ich ihn mit Herkules von Anfang an machen sollen, aber da steckst du nicht drin. Ich habe da nicht die Erfahrung. Das ist das Problem mit dem Herkules. Wie ist der? Wie tickt er da? Das ist was, weil ich spiele wirklich nur zum Spaß und wir haben mal halt drüber geredet gehabt, ich und mein Mentor. Und der sagte ja, ja, klar, just for fun. That's the problem with Kabam. If you play just for fun, it's not, and you will be ranking with Allianz war in the higher ranking, then not more just for fun. Das ist alles scheiße, sag ich Ihnen. Das ist so scheiße. Ich will kein Stress mehr machen und so. Das ist scheiße einfach. So, genau, wir haben jetzt Omega Sentinel. Ich weiß jetzt nicht, der eine oder andere besser wäre. Ich versuch's mal mit Iron Man Infinity War. Vielleicht können wir ja uns in Unverwundbarkeit noch holen. Mehr haben wir aber auch nicht zu bieten. Ich kämpfe gegen die so selten, wisst ihr. Ich kann euch da auch keine so perfekten Tipps geben, weil ich kämpfe gegen die nie. Ich habe da jemanden eigentlich in meiner Allianz, der die macht. Aber der hat heute mit mir einen Streit gehabt, weil er was falsch verstanden hat und hat dann die Allianz sozusagen verlassen während eines Kampfes. Oh, das ist natürlich doof. Sowas sollte man einfach nicht machen. Ist nie nett, wenn man jemanden da... Sollte man generell einfach nicht machen. Ja, egal welchen Streit ihr habt, gebt immer euren Anführer 24 Stunden Zeit, Dinge zu klären. So sollte das auch sein. Ah, keine Chance. War so knapp dabei, aber keine Chance. Zu wenig Erfahrung mit ihr. Aber gebt immer euren Anführern eine Möglichkeit, möglich, weil das machen so wenige. Und das ist blöd einfach. Haben wir noch einen Verwundbar? Können wir das machen? Machen Trick 17, vielleicht schaffen wir noch den Rest. Wenn nicht, auch nicht so gewählt. Ja, ihr müsst da wirklich euren Anführer, wenn ihr Offiziere seid und ihr merkt, ah, der Anführer, der ist seinen Pflichten nicht nachgekommen oder angeblich nicht nachgekommen und merkt, doch ist er nachgekommen, aber hey, oh shit. Ja, dann sorgt immer dafür, dass die Anführer, eure Anführer eine Chance kriegen. 24 Stunden ist so ein Regelwerk. Das weiß normalerweise jeder. Aber das werden wir jetzt schriftlich demnächst verfolgen, das Regelwerk, weil es ja besser. Ja, schau mal, das ist, wie gesagt, ich habe keine Erfahrung. Ihr könnt es in die Kommentare reinschreiben, welche Counter sehr gut wäre gegen die Omega Sentinel. Ja, es ist blöd, ich weiß, ihr seht, und einige Profis sagen, oh mein Gott, ich muss mir das Video anschauen, ich werde sterben, töte das Blackenschwein. Ja, es gibt auch viele Leute, die mich hassen. Aber ganz Leute, statt Hass solltet ihr einfach Tipps geben. Dann haben die alle beide was davon. Und ich lerne was dazu. Und ihr werdet in Zukunft sagen, ah cool, endlich, du bist auf die Idee gekommen, Void zu nehmen. Ja. Wie gesagt, die Erfahrung fehlt. Damit habe ich kein Problem, das zuzugeben.
von der Null Sachen rausgekommen, aber gemacht. Komischerweise muss ich immer alles machen. Bei manchen, obwohl dann es Leute dazu gibt, die da hingehen könnten. Aber man sieht da, die haben nichts gemacht, haben auch da nichts gemacht, weil bei uns sind noch zwei Spieler. Genau, Eno und Atomi und so, die packen aus irgendeinem Grund das nicht. Ich weiß nicht. Also manche paar Spieler packen das einfach und sagen sich, nee, das ist mir zu krass. Jetzt schauen wir mal, ob unsere Unverwundbarkeit vom Herkules noch ein bisschen was ist. Unsere Unsterblichkeit meine ich, das ist ein Unterschied. Das war jetzt richtig krass. Ja, was ist passiert? Ich habe meine Schnitzel angemacht im Herd. Und das Problem ist, dass die Schnitzel, die leckeren Schnitzel, da etwas länger im Herd sind und das hätte schief gehen können. Okay, das ist wieder mal ein Knotenpunkt, der sehr schwer ist, ne? Aber wichtig ist, dass er halt hier seine SK1 nicht durchführen kann. Boom, 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 boom. Wichtig ist, dass ihr ihn am Anfang auch hier so lähmt. Na? Und das ist ein SK2. Das sieht man, das ist ein reiner SK2. Aber trotzdem, passt lieber auf bei so einem, weil der ist gefährlich. So ein Nick Fury. Sehr gefährlich. So. Ah, ich hasse sowas. Ich wusste es. Oh, ich bin jetzt weg. Nee, da komme ich doch nicht vorbei. Meine Steuerung macht da nicht mit. Wenn er mich einmal in der Zange hat, dann ist vorbei. So. Aber ist nicht so wild. Weil wir werden ja nochmal den Herkules nehmen. Ah, der Herkules ist schon ziemlich gut an Vorteil. Vielleicht nehme ich mal Iron Man Infinity War. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen flächern. Ist der gut? Ja, der hat eine Heilblockade. Vielleicht ist das ja. Na schon. Oh. Das wusste ich nicht, dass der das kann. Okay. Interessant. Okay. Ja, nein! Ich hasse sowas. Wieso passiert mir das immer nur? Na, klasse. Nee, so eine halbe Blockade muss noch angemacht werden. Echt jetzt? Wie soll ich denn da ausweichen, Leute? Meine Fresse, ey. Nick Fury, ich hasse ihn und trotzdem muss ich ihn machen, ne? Und deswegen verstehe ich es nicht. Warum kommen die anderen Spieler nicht und helfen mit? Ne? Jetzt erst sieht er eh nur das. Jetzt erst sieht er. Jetzt kommt, jetzt wo schon zu spät ist. Also wirklich, Leute, ey. Das ist, was ich euch immer sagen will, ne? Die anderen sagen, ja, der Andi ist ein Arsch, der Andi ist der Wichser, der Andi ist das Hurensohnkind. Spaß, Sprung, sagen die Hater und die Luziferianer. Aber wenn es drauf ankommt, ja, ne, ja, aber dann, die muss jeden Scheiß machen. Warum helfen die ihm nicht? Ja, eben, sagen dann die Gerechtigkeitsleute, die richtigen guten Leute, die Jedis. Ja, warum hilft denn da keiner? Genau, wieso muss er mal alles alleine machen? Ne? Das ist halt immer das Problem. Ja, er greift jetzt an, ja. Ja, wie gesagt, ich überlasse immer den Leuten das. Aber man soll vorher schon angreifen und nicht. Wenn man sieht, wenn ihr seht, dann beim ersten, das ist immer eine gute Allianz und gute Spieler machen das so. Wenn die sehen, ja, und der ist drauf. Ne, jetzt komm. Der ist tot. Den hat er nicht gepackt. Also wenn man sieht normalerweise... Oh, komm. Und genau das ist das Problem. Ah, wenn ihr seht, ne, der schafft es nicht und so. Auf mich lastet sehr viel halt. Das ist halt... Und dann erwartet man so und das und das. Deswegen brauche ich wirklich gute Spieler. Ist ja gar nicht so schwer. Ja, klar ist er schwer. Wenn ich überhaupt, dass ich ihn schaffe mit One-Shot, um Gottes Willen. Ich bin ja so ein Durchschnittsspieler. Das ist ja das Problem. Ich habe manche Champions trainiert und da weiß ich, okay, der ist so und so drauf. Und bei dem weiß ich, da müsst ihr jetzt diese 10 Stapel abwarten. Ne? Die müsst ihr einfach abwarten. Und dann geht seine Unaufhaltsamkeit wieder weg. Und weg ist sie. Das habe ich schon von meinem Mentor alles gelernt. Aber mein Mentor
Der kann ich nicht, ich kann ihn nicht immer nerven. Der lebt in Amerika. Ich habe eine amerikanische Allianz. Ich mag das auch nicht, Leute zu nerven. Nur Arschlöcher nerv ich, aber doch nicht gute Leute. Gute Leute, das bringe ich nicht übers Herz, um zu nerven. Ich hatte meinen Arzt gekannt, er hat seine Frau gehabt, die hat mich irgendwie gemocht, die hat mich sogar nach Hause gefahren von der Praxis her und die hat mir alles immer erklärt, die hat sich viel mehr Zeit genommen wie für jeden anderen Patienten. Das hat mir so leid getan, dass ich dann da nicht mehr hingegangen bin. Ich habe dann irgendwann an ihr gesagt, vielen Dank, aber sie müssen ja auch für andere da sein. Ne? Aber es hat ihr nichts ausgemacht. Sie hat gesagt, nein, ich mag dich, du erinnerst mich halt an meinen Sohn, den ich nie hatte. Das ist schon, wenn ihr jemand so viel Liebe gibt, das tut manchmal auch weh. Ne? Auch wenn es positiv ist. Ja, mein Bruder hat sich gemeldet, da müssen wir jetzt ganz gleich hin. Aber bevor wir den Camping machen, sollten wir mit dem... Ah, okay, wunderbar. Perfekt. Perfekt. Heno. Super. Schleime. Aber ich habe vorher nicht über ihn geredet. Die Hater sagen, du Arschloch. Du Spong, du Spast. Deine Hände sehen so krumm aus. Oder der Hater sagt, du hast Fingernägel nicht geschnitten, töte ihn. Wusstet ihr, dass ein Judenschweinchen lebt? Ja, ein Polacke, vergast ihn. Und dann frage ich immer, ja, siehst du, die Hater müssen doch weg, Andi. Die müssen doch schauen, wie verletzend die sind. Ja, mich nicht, ich find's amüsant. Was? Aber hast du da nicht so Gedanken, so negative, so, weil du wurdest doch damals von Hatern verfolgt, die wollten dich auch umbringen. Mehrere Male. Bist du trotzdem dann nicht? Nö. Nö, warum sollte ich? Die Menschen, die hassen, die haben doch keine Liebe im Herzen. Und in der Tora steht drin, du sollst die Menschen, die hassen, Liebe geben. Ja, du sollst das Gespräch finden. Die Rache ist mein, sagt der Ewige, für sich. Nicht für den Menschen ist sie gedacht. Wir werden nur versuchen, das Beste draus zu machen. Und ehrlich sein und aufrichtig sein. Das war ich früher nicht so. Ich gebe dir noch ein paar Minuten, ich bin gerade mit meinem Sohn beschäftigt. Na freilich. Ah, sorry, habe ich nicht gesehen. Top, guter Junge. Ja, freilich. Er sagte, gib mir noch ein paar Minuten meinem Sohn zu. Ja, klar. Logo. Kennst mich doch. Logo. Herzumwarmendes Smiley gibt es. Es gibt ein so. Ich hab dich lieb, Benno. So. Geht doch. Alles geht. Er wäre gut, ich habe allgemein gesprochen, ne? Meistens eher nicht, also er hat es geschriebener gehabt. Aber ich bin ja manchmal hier unterwegs, ne, in Imgame, weil ich halt eben ganz genau hier ein Problem habe, wenn ich über offline schalte und jetzt wieder in Imgame, dann hängt sich das Spiel bei mir auf. Das ist der Grund. Vielleicht der eine oder andere kennt dieses Manöver von Kebam. Das ist der Grund, warum ich jetzt hier im Imgame bleibe. Ja. Okay, let's do it. Lass uns mal mit dem anderen Account noch reingehen. In AM gehe ich später rein, weil in AM tue ich mich einkaufen. Meistens sehe ich dann mir das an. Wenn ich dann sehe 85%, dann schaue ich mir an, okay, da sind 79%. Ich bin zwar hier eingeteilt, aber ich muss die Einteilung ändern. Ja, wir haben nicht viele Punkte leider. Wir haben nur 109... Wie viel haben wir? Was haben wir denn hier aktuell? 159, wir haben manchmal 170, 190, 100, 200 Miller, aber die Leute, die bei uns jetzt während eines Allianzkriegs gegangen sind, werde ich jetzt momentan nicht nennen haben. Ich überlege mir das zu machen, sie zu nennen, wenn da keine Einsicht kommt.
aber ich will diesen Weg umgehen gehen. Glaub mir, abschließend noch zu sagen, ich gehe umgehen den Weg der Sith. Ich habe den zwar gelernt von meinem früheren Meister im Verkauf, haben wir den gezeigt und der ist sehr knallhart und ich musste wirklich manchmal echt fast in Tränen bin ich ausgebrochen, weil ich habe dann am Anfang noch im Verkauf war ich, das hat sowas von weh getan. Aber der hat gesagt, da musst du knallhart durch. Na, und da hat man einfach einen Kunden. Na, ich musste jetzt lernen, also ich war im Support, im Verkauf, im Support, ich habe verschiedene Bereiche gemacht. Gleichzeitig durfte ich, also ich habe mehrere Bereiche betreut. Und da hat er gesagt, und jetzt gehst du zu diesem Kunden, zu dem Arschloch und sagst direkt ins Gesicht: Sorry, Sie hatten Ihre Chance, das Angebot ist abgelaufen. Das kann ich noch nicht machen. Ich meine, der steht doch da jetzt da, der wartet schon seit 2 Stunden. Ja, und du hast das Gespräch doch mitbekommen, dass er das Angebot vorher von mir erhalten hat. Ja, also, gibt es kein Widerreden. Geh zu ihm und töte ihn. Geistlich heißt es töten. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, boah, das war es schwer am Anfang, richtig. Sorry, Sie hatten die Chance, das Angebot ist abgelaufen. Sie können gehen. Und er so, Sie können mich hier nicht stehen lassen, Sie können mich noch nicht behandeln. Und der Chef hat alles beigebracht und gesagt, alles, was passieren wird in der Zukunft, was er sagen wird, wie der reagieren wird, Psychologie. Und dann, wenn das passiert, sagt er, einfach gehen. Und ich bin einfach gegangen. Und das hat mir so weh getan. Ja. Und dann hat er gesagt, wenn ein Mensch nicht bereit ist, eine Diskussion zu suchen, merke dir das, mein Schüler, dann vernichte ihn für immer. So sehr, dass er nie wieder aufstehen kann. Aber das ist pure Sith, Meister. Manchmal muss man das anwenden, damit andere abgeschreckt werden und sehen, dass was passiert, wenn man, wenn man den Anführer oder denjenigen, der nicht der Bösewicht ist, wenn man den so übers Ohr haut oder versucht, was Negatives zu machen, eine Allianz oder sonstiges. Ja, das muss man manchmal machen. Auch wenn es schwerfällt. Und ich mache das ungern. Weil ich in der Tora steht, immer das Gespräch suchen, immer das Gespräch suchen, immer das Gespräch. Es sei denn, Ausnahmeklausel. Ich hoffe also, diejenigen, die das Video sehen und gegangen sind, dass sie wirklich das Gespräch suchen und wieder zu uns kehren werden. Zumindest bis Ende der Session. Danach von mir aus können sie die Session verlassen. Aber diese sollten sie noch mitmachen, wie sie es versprochen haben. Ich habe die Aufnahmen sogar, wo ich es versprochen habe. Okay. Dann heißt es, in den nächsten Account rübergehen. Wir machen jetzt einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.